Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Xenoblade. In der letzten Folge haben wir Aufträge erledigt in Kolonie 9 und sind dann wieder hier hintergegangen und haben hier ein bisschen erkundet, wie ihr sehen könnt, einfach eine gerade Linie hier hinter auf diese Insel. Und ja, eigentlich wollte ich ja die nächste Folge erst bringen. Ja, das will ich jetzt nicht machen, den Kampf. Danke. Ey. Ich meine, ich wollte zwischen den letzten und der diesjährigen Folge eigentlich erkunden und sonst einen Kack machen. Aber da wir diese Woche die Folgen brauchen, dachte ich mir, jetzt ziehe ich das noch durch, die drei Folgen jetzt noch, die ich am Stück. Und dann gehe ich erkunden und kümmere mich um alles andere. Also schauen wir erstmal, was da hinten ist und dann versuchen wir einfach nochmal die Story-Ding. Ob wir die Gegner jetzt endlich besiegen können oder nicht. Weil ich hoffe es langsam mal, dass wir sie besiegen können. Dass wir die Story vorantreiben. So. Ich meine, so viele Quests können wir nicht mehr machen, um unser Level nach vorne zu bringen. Weil die meisten Quests, die wir hier haben, sind nur noch Geldquests. Also größtenteils. Oder wenn, haben sie nur sehr wenig EP. Und wenn nicht, dann brauche ich höheres Level, um die Mission überhaupt machen zu können. Deswegen wäre es toll, wenn wir eigentlich die Gegner schon besiegen können auf der Story Quest. Okay, den Gegner müssen wir besiegen. Wir müssen den hier besiegen. Du willst mich verarschen. Da ist ein 86. So. Ich hoffe, der 86-Jährige, Level 86, sieht mich nicht. So. Wenn der mich sieht, bin ich am Arsch. So. Okay. Komm, lauf weg, du musst rüber. Hier ist ein Level 86er. Nein, das wollte ich nicht. Kacke, der hat sich schon umgedreht. Tschüss. Tschüss. Perfekt. Kümmern wir uns um den hier. Dann haben wir die Quest fertig zumindest. So. Backslash. Den hier. Komm. So, den hier. Den hier. Gut, haben wir die Mission erfüllt. 16.000. Schieß mal drauf. Perfekt, danke. Komm. Den hier. Oh, ich hoffe so sehr, dass wir heute die Story weiterbringen können. Ah, ich brauche hier Materialien von dem. Ach, kacke. Ah, die Börse brauchen wir. Ach komm, echt jetzt? Backslash. Den hier. Schmetterschlag. Den hier. Den hier. Bitte, die Börse bräuchte ich. Tue ich nicht. Wo könnte man noch gucken? Ich glaube, das sind die alles noch schwebende Inseln, auf die ich keinen Zugriff habe momentan. Ja, scheiß drauf. Gehen wir einfach ins Riff. Und besiegen den da.
Level 39 mit Shulk. Das will ich erreichen. Wenn möglich. Servus, hi. So. Backslash. Was Shadow Eye? Physio-Attacken sind stärker. Den hier. Air Slash. Okay, Backslash. Den hier. Den hier. Den hier. Den hier. Okay, die Mission haben wir erfüllt. Naja. Moment, irgendwo war doch eine Insel, wo man in der Mitte runterspringen konnte. Oder nicht? Ich glaube, sie war da hinten. Da waren wir schon. Da kommen wir rauf in die Stadt. Wir können allerdings von dem mal auf die Insel rüberschwimmen. Na, probieren wir es einfach nochmal. Vielleicht funktioniert es ja jetzt. Ich wüsste zwar nicht, warum es davor nicht funktioniert hat, aber egal. Muss ich hier runterspringen? Hier haben wir noch nicht. Ah ja. Ah ja. Wir sind auf der richtigen Insel, meine Freunde. Ah, das ist bescheuert. Die oben und unten Insel bleibt gehört zusammen. Das ist sehr dumm. Insel, genau. Karte. Mir gerade so auffällt, die oberen und unten Karte zählt einfach zusammen. Sehr bescheuert. Jetzt müssen wir gucken. Nicht runterspringen, weil ich möchte hier oben bleiben. Dann kümmern wir uns um dieses einzige Pferd hier. So. Machen wir einfach mal Schild an. Air Slash. Seitenstecher. Backslash. Seiten. Schade. Hier. Perfekt. Als ob der jetzt auch kam. Wir müssen den hier erstmal besiegen. Jetzt hat er sich umgedreht. Echt jetzt? So. Danach müssen wir uns um das fliegende Viech da drüben kümmern. Das hier. Dreh dich um. Perfekt. Ach, ist auf mich fixiert. Ich dachte, ist auf die anderen fixiert. So. Perfekt, hier, Backslash. Mach mal den hier. Den. Sehr starker Angriff. Mal den da. Den hier. Den hier. Ja, 11.000 Schaden. Passt.
So, Schild ist aktiviert. Schade, dass mich heilen müssen. Ach du Kacke. Ach, die Tiere schauen da auch gerade zu. Perfekt. So. Immun. Gegen was bist du immun? So, Kumpel. Ihr müsst euch mal beeilen. Er ist nur auf mich fixiert gerade. Perfekt. Danke, Schala, für die Heal-Bullet. So. Perfekt. Ich werde wahrscheinlich gleich sterben, oder? So. Perfekt, er ist down. Mission ist erfüllt. Perfekt. Mach mal den Ding aus. Den hier. So. Perfekt. So. Ach, scheiß drauf, mach mal die Chain Attack. Backslash. Super starke Attacke. Aber den hier. Bringen wir jetzt ins Schwanken. 7000 nur, schade. Ist down. Perfekt. Roschkönig. Okay. So, wir haben hier noch ein paar weitere Dinge, die wir besiegen müssen. Zum Beispiel diese Viecher hier. Hi. Den hier. Den hier, perfekt. Backslash, perfekto. So. Den hier. Wir kämpfen gegen welchen denn? Gegen den hinteren hier. Den hier. Perfekt. Ja. Perfekt. So. So. Backslash. Den hier. Pass down, mein Freund. Schild aktivieren. Fuck, ich wollte Schala heilen. Egal. Schala. Schala ist down. Aufmuntern. Backslash, Seitenslash, Schild aktivieren. Schala muss leben. Airslash, Seitenslash, Schattenauge, umschmeißen. Bro, warum hast du jetzt den da an? Warum hattest du gerade Stacheln an? So. Perfekt. Backslash, nein. Ach, das macht er beim Liegen automatisch an, wie es ausschaut. Perfekt. Und die Mission ist auch geschafft. Ah, nee, gegen den habe ich jetzt keinen Bock. Gehen wir wieder hoch und laufen der Story jetzt hinterher. Jetzt sind wir alle, glaube ich, Stufe 39. Das heißt, wir sind ein bisschen stärker als davor. Müssen erstmal gucken.
ausrüsten. Ich habe mal den aktiv. Moin. Mach mal den rein. Physische Abwehr erhöht sich. Wird Stärke um 25. Stärke um 35. Erhöht Abwehrresistenz. Perfektor. Ausrüsten. Um die anderen Sachen kümmere ich mich später. Also nach der Folge einmal kurz die Klamotten durchgucken, weil wir etwas, die Wege umschalten mussten. Damit, falls ihr euch wundert, welchen Weg ich meine. Bei den Talentbäumen meine ich natürlich. Haben wir ja schon den mittleren fertig. Bei fast allen. Und ja. Deswegen müssen wir manchmal umswitchen. Oder wer sieht uns jetzt? Danke, euch brauche ich nicht. Lasst mich einfach in Ruhe. Aber naja, wegen dem können wir jetzt halt schwere Ausrüstung tragen bei manchen Charakteren. Wir müssen noch gucken, wie stark wir dann werden können mit den Ausrüstungsgegenständen, die wir haben. So. Ach, kämpfen wir gegen den jetzt noch. Dann ist Schale Level 39 auch. So. Backslash. Den hier. Perfekt, der ist down. Easy, die zwei können wir down kriegen. Moment, wenn die blau sind, dann sind die hinten auch blau, dann ist es ja easy jetzt dann. So. Backslash. Nochmal den hier. Machen wir mal hier. Chain Attack. Den Seiten. Umschmeißen. Diesmal mit Charla drauf. Machen wir den hier. Und den sehr starken. Perfekt, down. 17.000 Schaden. Ach du Kacke, die Nebula ist aktiviert. So. Wann haben wir die Nebula denn aktiviert eigentlich? Ach, sie ist auf mich aktiviert. Backslash. Nehmen wir den hier. Den Seitenstecher. Air Slash. Nebula. Backslash. Den richtig fetten Angriff. Den hier. Perfekt. Noch ein Angriff von uns und fertig ist es. Perfekt. Perfekto. Dann können wir jetzt weitergehen und hoffen, dass alle hinten da blau sind. Was ich tatsächlich sehr hoffe. Und es sind alle blau. Perfekto. Backslash. Gut. So. Ach du Kacke, what the fuck. Air Slash. Backslash. Den hier, den hier. Als ob alle hier down sind, Alter. Schala geht drauf, oder? Dies ist immer Schala als erste. Ne, Moment, geht sie nicht.
Schade, ist schon down, was? Manado wieder aktivieren hier. Einer ist down. Wiederbeleben hier. Bro, what the fuck geht gerade ab? Bro, wieso zum Geier sind die so stark? Was ist hier das Problem? Es wäre einfach, wenn ich die einfach einzeln locken kann. Kann ich aber nicht. Wir müssen einfach ein bisschen hin und her rennen. Bro, könnt ihr mal aufhören, mich mit Dingern zu machen? Jetzt bin ich in der Fessel drin. So. Komm schon. Warum sind jetzt 4 Gegner von denen so schwer? Bro. Gut. Schala, kannst du nicht diesen komischen Kack machen? Ach, die Techniken kann ich nicht benutzen. Komm schon, Alter. Wieso zum Geil haben die sowas drauf, Fesseln, alles Mögliche? Warum? Ich hab doch schon eine Fessel drin. Meine Fresse, ich hab 2 besiegt, aber trotzdem, es reicht nicht. Ja, bedarm. Wie zum Geier soll das denn funktionieren gegen die? Aber ich habe nichts, mit dem ich leveln kann gerade zur Zeit. Oder habe ich irgendwelche anderen Sachen noch? So. Hammerschlag, Knochenhaken. Niederschlag. Kontakt. Mach mal Niederschlag. Stärker. Immer noch was? Metallsalbe nach oben. Talentbäume. Ah, hier hinten. So. Gewährt mir EP. Mach mal mehr EP, definitiv mehr EP. Dann kann Schala auch mal gut leveln. Oder besser leveln, besser gesagt. Wir können da noch nicht weitermachen, also muss ich tatsächlich fett leveln. Aber wie? Und wo? Ich will nichts mit dir zu tun haben, Vogel. Ich will eigentlich wissen... Kann ich da hinten jetzt weitergehen? Nein, gell, weil das Ding kaputt ist. Ja, der Transporter ist im Arsch hier.
Und ohne dem kommen wir nicht weiter. Aber ohne, um die Story voranzutreiben, kommen wir auch nicht weiter. Jetzt muss ich echt gucken nach scheiß Missionen, die mir extrem fett EP geben. Das gibt fett EP. Steigere die Harmonie zwischen zwei weiblichen Gefährten. 20.000 EP, das wäre krank. Nanoreaktor. Ja, da müssen wir diese 1500er machen, da. Finde das stumpfe Messer. Sumpf von Satoli. Wo ist denn das stumpfe Messer? Gucken wir einfach mal nach. Wenn wir diese Quest haben, haben wir auf jeden Fall einen weiteren Schritt geschafft. Und ich werde zwischen dieser und der nächsten Folge dann wahrscheinlich erkunden müssen oder so. Weil wir schaffen es nicht. Ich muss aufleveln. Naja. So. Wir müssen durch. Aber dann werde ich tatsächlich einfach nach dieser Folge erkunden. Und morgen weiter aufnehmen, weil das rendiert sich nicht heute. Weil wir einfach noch zu schwach für diese Gegner sind anscheinend. Wahrscheinlich mit der richtigen Ausrüstung wird es vielleicht funktionieren, aber trotzdem. Nee, geht gerade nicht. Egal. Habe ich gecheckt, Schala. Habe ich gecheckt. So, hier ist irgendwo ein Höhleneingang, richtig? Waren wir nicht schon oben? Ah ja. Aber wir haben den Ort nicht entdeckt. Interessant. So, Geschäftsviertel, wo war denn der? Ich glaube, im Wohnviertel war der Typ, oder? Der die Quest gestellt hat. Nope, war nicht. Er ist oben. Ah, hier kann ich auch hoch, wusste ich gar nicht. Interessant. So, ich kann es kaum glauben, aber es besteht kein Zweifel. Das sind die Rüstungen, das ist die Rüstung, das Gewehr und das Messer meines Sohnes. Ich weiß nicht, wie hart und wie lange er darauf gespart hat. Er sah so glücklich aus, als er in seine Rüstung schlupfte. Mir bleibt nichts anderes übrig, als es zu akzeptieren. Nichts wird mir meinen Sohn wieder zurückbringen. Doch wenigstens ist nun ein Teil von ihm zu mir zurückgekehrt. Dafür bin ich euch zu tiefstem Dank verpflichtet. So. Mein Sohn und ich, wir danken euch von ganzem Herzen. Mission erfüllt. Bombenlanze. Naja, dann würde ich tatsächlich sagen, dass ich für heute erstmal da hinten ins Geschäftsviertel gucke und dann die Folge beende. Schön, das sind doch nicht etwa Morgenhorzien. Die sind meine Lieblingsblumen. Ihre Blüten sind so wunderschön. Ich werde sie zu starken und resistenten Pflanzen großziehen. Dann haben wir die Quest auch geschafft. Okay. Okay, gibt es hier eine Quest, die ich annehmen kann? Das hier hinten ist sie, die die Beliebtheit zwischen zwei Mädchen, die Freundschaft sehen will. Also muss ich irgendwann Ryan austauschen. Okay, dann wie gesagt, ich beende die Folge jetzt hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich werde mich jetzt hinhocken und mal ein bisschen erkunden und sonst was machen.
dass wir da auf jeden Fall vorankommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Euer Gladius.